Holla, Nonna Sturm hier auf dem Kanal Matriwissen und heute im Gespräch mit Katrin Laux. Katrin Laux ist die Begründerin der Sinnesart Massagestudios und auch des Anukan-Zentrums. Das Anukan-Zentrum ist ein Liebeslernort, ist ein Zentrum für Berührungskunst und beides befindet sich in Dresden. Katis Weg war ein ganz bunter, vielfältiger. Von den vielen Dingen, die sie gemacht, gelernt hat, sei hier kurz erwähnt, sie ist Heilpraktikerin, sie ist Sexualberaterin, sie arbeitet seit über 20 Jahren im Bereich sinnlicher Heilmassagen. Sie hat eine dreijährige schamanische Ausbildung absolviert. Also ehrlich gesagt ist mein Eindruck von ihr, dass sie sowieso ständig irgendwie Ausbildung absolviert und dazulernt hier und da, dass sie reist dafür auch, um Kenntnisse zusammenzutragen, also ob das eine Tantra-Ausbildung in Indien ist oder ob sie in Ägypten ägyptische Massage lernt. Und damit starten wir jetzt aber in das Interview mit Kathi Laux. Die Birgit Weidmann, die hat mir gegenüber ja mal den Satz geäußert, geheilte Sexualität ist ein Weg zum Frieden in der Welt. Geheilte Sexualität, heilige Sexualität, das ist ja ein Feld, in dem du schon lange zu Hause bist. Wenn man es so sagen kann, ja. Ne? Wie bist du da hingekommen? Was bedeutet das für dich? Ja, sag ich gleich was dazu. Erst nochmal zu deinem Zitat, ne? Mit dem ist ein Weg zum Frieden in der Welt. Ich habe neulich gehört, wenn Krieg entsteht, müssen zuvor die Gefühle der Menschen verletzt werden. Und dieses Thema Verletzung oder innerer Unfrieden, Unheilsein, hat sehr viel mit uns, mit unseren Emotionen und eben auch mit dem Thema Mann-Frau zu tun. Ne? Wie bin ich als Frau, als Mann? So, und insofern ist eine geheilte Sexualität, heißt für mich auch ein bewusstes Leben, also ein unverletztes Leben und damit auch der Weg zum Frieden. So, ne? Das Zitat spricht mir auch total aus der Seele. Und mein Weg begann tatsächlich vor 22 Jahren erst. Ich sage erst, weil ich davor viele Irrwege gegangen bin. Ich habe verschiedene Berufe probiert, von denen ich immer dachte, das ist es jetzt. Aber die nahmen dann oft ein jähes Ende durch Insolvenz, durch Krebserkrankung. Und das Universum hat mich immer, hinterher habe ich es als Segen und als Geschenk empfunden, immer wieder zu dem geführt, was ich jetzt mache. Also das hat immer wieder sich was einfallen lassen, dass ich dann genau dort gelandet bin. Zuletzt dann durch einen Wohnungsbrand, wo ich dann also unbedingt Geld brauchte und durch die Insolvenz vorher überhaupt nichts mehr hatte. Und das war am Anfang für mich schwer zu akzeptieren, weil ich die ganzen Bilder so im Kopf hatte, die vielleicht alle im Kopf haben. Ne? So erotisches Massagestudio, huhu und so. Da gibt es ja so viele Vorurteile und erst indem ich dort arbeiten muss, da habe ich dann gemerkt, das ist alles komplett anders. Mir hat das sehr gut getan, was ich gemacht habe. Also ich habe sehr viel Selbstvertrauen gewonnen. Ich habe durch die anderen Frauen erstmal gelernt, was Frau sein heißt. So. Das war schon sehr speziell. Ich war ja vorher eher so, ich habe Elektromotor gelernt, ne, und war eher so vermeintlich männlich unterwegs. Aber das ist ja auch wieder so eine Frage, was ist männlich, was ist weiblich. Ne? Und habe auch gemerkt, dass das, was ich den Gästen angedeihen ließ, dass das den Gästen sehr gut tat. Und ich bin dort wirklich zu meiner Weiblichkeit erstmal überhaupt gekommen und habe gemerkt, dass das ist das, wofür ich auf die Welt gekommen bin. Und das ist immer ein Riesenglück, glaube ich, wenn ein Mensch merkt, warum die Seele hier sein wollte. Ja. Absolut, ja. Derzeit stehst du ja an einem Punkt, wo du sagst, Sexualität und Bewusstsein ist gerade ein Thema, was dich interessiert. Ich habe bei der Maitreyi di Piontek zwei Zitate gefunden, die da wirklich sehr passend sind in meinen Augen. Sie schreibt, dass es durch den natürlichen Umgang mit der Sexualität möglich werden kann, Unabhängigkeit, Intelligenz und Kraft zu entwickeln. Beziehungsweise umgedreht, dass ein unnatürlicher und undifferenzierter Umgang mit der Sexualenergie die menschliche Intelligenz verkümmern lässt. Absolut. Stimme ich vollkommen zu. Ja, das sieht erstmal so aus, als hat es nichts miteinander zu tun, ne? Aber das ist, glaube ich, das große Geheimnis, was uns vorenthalten wird, dass nämlich das beides unmittelbar zusammenhängt, Bewusstsein und Sexualität. Wobei man das vielleicht auch erstmal definieren muss, ne? Sexualität ist ja nicht gleich Sex, also das sind, glaube ich, ganz grundverschiedene Sachen. Ne?
Während Sex so eher das Vergnügen, die Fortpflanzung vielleicht sogar noch, aber hauptsächlich der Lustgewinn so gemeint ist, damit ist für mich Sexualität einfach der kosmische Tanz der beiden Pole. Männlich-weiblich, Yin-Yang, Tag und Nacht, Sonne, Mond. Und das hat jetzt nicht unmittelbar mit dem zu tun, was wir als Sexualität so verstehen, sondern das geht für mich viel, viel weiter. Ja, eine Freundin von mir hat den Ausdruck geprägt, kosmoerotisch. Ja, Was, also, ne, das genau. mag ich sehr, weil da dieses, es schwingt ja alles in einer erotischen, in einer vielleicht auch sexuellen Energie miteinander, könnte man sagen. So, also dieses wirklich umfassende Verständnis von Sexualität. Genau. Sag mal so, es könnte alles so schwingen. Also wir Menschen könnten, glaube ich, ganz anders durch die Welt gehen, wenn wir die Verbindung herstellen könnten zwischen Sexualität und Bewusstheit. Also das sieht so aus, das eine ist das Geistige, das andere ist körperlich, aber das stimmt irgendwie nicht. Weil wir ja, ich gehe davon aus, wir sind, im Grunde bestehen wir ja aus nichts, ne? Aus masselosem Raum. Wenn man das mal ins Kleinste zurückführt, ist ja die Entfernung zwischen Atomkern und Elektronen ist ja so riesig groß, dass wir eigentlich aus nichts bestehen. Das heißt, und wir bestehen ja aus der gleichen Substanz wie auch Steine, Bäume, alles Mögliche. Und was uns zusammenhält und zum Menschen macht, ist meines Erachtens das Bewusstsein. Also wenn es das Bewusstsein nicht gäbe, würden wir nicht hier sitzen. Das habe ich auch erst in letzter Zeit so in Gänze begriffen, was das eigentlich bedeutet. Nämlich, dass unser Geist viel, viel, viel machtvoller ist, als wir das überhaupt so beigebracht bekommen haben. Und nun sind wir aber in dem Körper, nutzen den Körper auch, weil ohne Körper wiederum würde sich das auf der Erde alles nicht hier entfaltet haben, also auch ohne die Polarität. Und dieser Körper ist uns meines Erachtens mitgegeben, um genau das hervorrufen zu können, zum Bewusstsein zu gelangen. Zum Beispiel, indem unser Intimbereich eine direkte Verbindung zur Zirbeldrüse hat. Also das ist so die Hauptverbindung eigentlich im Körper. Und die Zirbeldrüse ist ja der Sitz unseres Bewusstseins oder Sitz der Seele, wird es manchmal genannt, so die Meisterdrüse. Wenn wir die aktivieren, in andere Räume gelangen können. Die wird ja auch aktiviert durch körpereigenes DMT und so. Und wir haben dadurch Visionskraft. Wir können Informationen bekommen aus dem Feld durch unser Bewusstsein, durch eine aktivierte Zirbeldrüse. Und das hat schon sehr mit Sexualität zu tun. Also das ist wie Sexualität ist eine Funktion, ist halt dieses Bewusstsein zu ermöglichen, zu fördern. Und das ist gerade tatsächlich, du fragtest meinem derzeitigen Hauptthema, das ist wirklich für mich so eine Entdeckung. Das eine ist, dass Sexualität mir immer schon Freude gemacht hat und ich auch, vielleicht gehört das auch noch mit so zu meinem Weg, dass ich gemerkt habe, da steckt mehr dahinter. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich guten Sex hatte, ausreichend Sex, dass ich hinterher ganz angstfrei war. Also ich war so erfüllt und dachte mir, jetzt kann mir eigentlich niemand was anhaben, so wie das Bad im Drachenblut vielleicht so, ne, wo man so unverwundbar ist. Und ich habe dann gemerkt, dass das muss doch einen Sinn haben, dass die Menschen dadurch angstfreier werden, bewusster, auch klarer, sich selber spüren können auch. Also ich glaube, ein sexuell erfüllter Mensch, ich glaube, das war das Zitat, ne, wo ich jetzt so einen großen Bogen gemacht habe, so ein sexuell erfüllter Mensch will einfach nichts weiter als in Frieden leben, liebevoll mit anderen umgehen. Weil in dem Moment, wo ich meine Grenzen wahre, wo ich mir bewusst bin, was ich will, was ich brauche, mich um meine Bedürfnisse kümmern kann, da muss ich niemand anders auf den Wecker gehen damit. Ne? Da muss ich nicht emotional sein, rumjammern oder irgendwas. Ich kann dafür sorgen. Und das ist für mich auch eine der Funktionen von Sexualität. Also nicht nur einfach sich zu erholen oder mal eine Auszeit zu nehmen oder schöne Gefühle zu haben, sondern die Eigenmacht zurückzubekommen und sich ganz, eigentlich ganz ins Leben zu inkarnieren damit. Und da gibt es halt
viele Wege dazu. Also Tantra ist nur einer. Ich glaube, dass alle schamanischen Wege so begonnen haben, dass wir das früher noch hatten vor, also wenn ich früher sage, meine ich vielleicht 10.000 Jahre und noch weiter zurück. Das, da kann man drüber streiten, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber es gab halt eine Zeit, und davon bin ich überzeugt, wo wir dieses Wissen hatten, wo wir das ganz selbstverständlich verwendet haben, also wo wir auch gemerkt haben, wenn jemand, wo es Lüge gar nicht gab, weil das war gar keine Möglichkeit, nämlich indem wir telepathisch miteinander kommunizieren konnten, wussten wir einfach, was der andere meinte, und es wäre niemand auf den Gedanken gekommen zu lügen. Und insofern war die Welt einfach, glaube ich, komplett anders. Und wir hatten eben das Wissen um Sexualität. Ja, wann die Lüge in die Welt kam, da habe ich keine Aussage zu treffen. Aber was die Sexualität und das Wissen um die Heiligkeit der Sexualität anbelangt, da bin ich sicher, dass das noch lange, lange, lange in den Menschen vorhanden war. Sonst wäre es nicht nötig gewesen, die lustvollsten Frauen als Hexen zu verbrennen. Mhm. Das hat sich natürlich auf bestimmten Wegen erhalten. Weil ich glaube, das ist aber jetzt von mir so ein gechanneltes Wissen, sage ich mal. Also einfach so eine Erinnerung, die mir immer wieder gekommen ist. Ich habe immer mal so Bilder von früheren Zeiten. Und ich glaube daran, dass es bestimmte Seelen gab, Wesen, die gesagt haben, also ich gehöre dem Clan der Sexuallehrerinnen an. Das sind für mich die Tempelpriesterinnen. Und wir haben irgendwann mal versprochen, also wir tragen die Fackel der Lust durch finsterste Zeiten, egal was wird. Also wir, ich glaube, dass wir Menschen irgendwann halt vergessen haben, wo wir herkamen. Das hat auch wieder, also gibt es auch eine Geschichte dazu, aber passt vielleicht nicht hierher. Ich glaube, es hatte alles seinen Sinn und seine Absicht, ne, dass wir auf der Erde hier inkarniert sind und immer mehr vergessen mussten, dass wir eigentlich göttliche Wesen sind und Lichtwesen, damit wir mit dem Dunkeln in Kontakt kommen können. Die Erde ist der Planet, wo beides existiert. In den höheren Welten gibt's Lichtwelten und Dunkelwelten. So, ne? Davon wissen die Schamanen, die halt in diese verschiedenen Welten reisen. Aber auf der Erde ist das halt zusammen. Das ist der Planet der Pole. Ich weiß nicht, ob ich mich da zu weit rauswage. Ich glaube schon, dass es auch tatsächlich ein Kampf jetzt ist zwischen Licht und Dunkel, der auf der Welt gerade tobt. Weil sonst macht es für mich wenig Sinn, warum so viel Gutes tatsächlich nicht nur verloren gegangen ist, sondern direkt vernichtet wurde. Ja. Ich glaube, dass es Kräfte gab, wie auch immer man das bewerten will, das wird irgendwo im kosmischen Weltgeschehen irgendwo seinen Platz haben, seinen Sinn. Aber irgendjemand hat Interesse daran gehabt, dass wir Menschen diesen Zugang zu dieser Quelle, auch was eben Sexualität auch ist, ne? Eine Kraftquelle, eine Energiequelle und auch so eine Nabelschnur zum Göttlichen, dass wir das vergessen haben. Weil in dem Moment, wo wir da keinen Zugang mehr haben und nicht mehr die Techniken können, die verschiedenen, das ganze geheime Wissen oder was jetzt eben leider nur noch als Geheimwissen irgendwo existiert und hoffentlich wieder kommt, indem wir da keinen Zugang haben zu dem Wissen, sind wir manipulierbar, ne? Wir sind dann ängstlich. Ja, wir sind auch als Mann und Frau getrennt, achten uns nicht mehr. Und das ist, glaube ich, so eine der größten Tragödien, dass wir verlernt haben, auch also Sexualität zu leben. Weil in dem Moment, wo wir diese ganzen Techniken nutzen würden, würden wir so in Frieden sein in uns, also Männer für sich, Frauen für sich, und dadurch auch unheimlich viel Kraft schöpfen. Wenn wir wirklich wissen, was heißt das eigentlich, voll in der männlichen Energie oder voll in der weiblichen Energie so erwacht zu sein und friedlich zu sein damit. Ja, und dann gäbe es auch zwischen den Geschlechtern ja gar kein Problem. Also, ne, dann könnten sie sich wirklich auf Augenhöhe und in Liebe und Frieden und Freiheit begegnen. Ja. Du hast in dem Heft Heilige Sexualität von der Tattva Viveka, da gibt es eine sehr schöne Kurzgeschichte von dir, die ich wirklich jedem empfehlen möchte. Ich verlinke das unten. Da schreibst du unter anderem: Das Geheimnis war, dass wir uns nicht abhalten ließen, lustvoll zu sein, was unsere Angst in Mut verwandelte. Mhm. Das finde ich einen ganz wichtigen Satz. So dieses einfach, wir sehen das ja, wie die Leute in Angst paralysiert erstarren
und sich eigentlich dadurch wirklich von aller Lebendigkeit abschneiden. Ja. Und du sagst also einfach auf unserem lustvollen Weg bestehen ist ein Mittel gegen die Angst. Ja. Ja, ich glaube schon. Also es gibt ja die zwei großen Kräfte, Angst und Liebe, ne? Und die auch die zwei großen Gegenspieler und eine Ausdrucksform von Liebe ist Freude. Freude ist Liebe in Aktion. Und immer da ist auch im Gehirn von den ganzen Hormonen und Strukturen her kein Platz. Wenn wir richtig in Freude sind oder gar erst in Ekstase, noch besser, ist kein Platz für Angst. Und deswegen gibt es halt auch immer wieder von den dunklen Mächten, sage ich jetzt mal, gibt es halt auch immer wieder Maßnahmen, die Freude zu verhindern. Ne? Im Mittelalter, das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, war Tanzen verboten. Ja, haben wir ja jetzt heutzutage wieder. Und dass es Ausgangssperren gab, genau, letztens gerade noch, dass Chorsingen verboten war und so weiter. Genau. Also das müssen wir nicht ins Mittelalter zurückgucken. Genau, und als ich das mal hörte vor ein paar Jahren, dass da Tanzen verboten war, das schien mir so absurd zu sein, dass ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte. Und jetzt denke ich auch, das ist ja, also das konnte ich mir vor kurzem nicht vorstellen, dass da tatsächlich Menschen mitmachen, dass die sagen, nee, habe ich jetzt Angst vor Tanz, Angst vor Freude. Ne, alles, was so miteinander fördert, gesellig sein, sich begegnen, sich berühren vor allem, ne, und eben nicht so einen Abstand haben, sich umarmen und sowas, das macht Mut. Mm. Ekstase ist ja auch was für viele total angstbesetzt ist, weil es ja ein Stück weit, also es ist so viel Hingabe, dass es fast schon an der Auflösung leckt, sag ich mal. Ja, so. Ja, genau. Und das ist ja auch, viele haben vor diesem sich verlieren ganz große Angst, glaube ich. Und gleichzeitig Sehnsucht, ne? Ich glaube schon, dass viele, also Orgasmus ist ja Ekstase pur und das ist auch so, es ist, glaube ich, so ein geheimer Trick vom Universum, den Orgasmus einzubauen oder überhaupt, dass wir Sexualität machen müssen, um uns fortzupflanzen, weil wir dann immer wieder erinnert werden, dass es so eine Gefühle gibt, dass es Ekstase gibt und dieses sich auflösen. Und vielleicht ist das auch ein Grund, mit, dass Sexualität so schnell und oberflächlich oft vonstatten geht, weil wenn wir wirklich uns reinbegeben würden und mal die Ekstase viel länger spüren, vielleicht 2 Stunden, aber eben auf einer anderen Ebene, ne? Sondern also nicht jetzt so multiple Orgasmen, wo ich jetzt zähle, aha, jetzt, ne, wenn man dieses Diagramm da nimmt, so Erregungsphase, Plateauphase und dann kommen so ein paar Zacken, sondern ich meine so ein komplettes Durchströmtsein. So. Ja. Ich glaube, dass mit dem Orgasmus, das gleichzusetzen mit Ekstase, ich weiß gar nicht, ob das in allen Fällen passt, weil was du jetzt beschreibst, irgendwie, ne, dieses da wirklich in so einen ekstatischen, orgasmischen Raum eintauchen, ist natürlich was ganz anderes, als was viele Leute erleben, wo das einfach wie so ein Druckausgleich ist, wie ein Ventil. So, ja, ne? Ja, genau. Ja. Das stimmt, ja. Ja. Ja, Ekstase halte ich für enorm wichtig. Eben weil wir dann so eine Referenzerfahrung bekommen, wie es eigentlich sein könnte. Ne, wie toll das Leben sein könnte. Mhm. Und es hat schon ein bisschen mit Kontrollverlust zu tun, mit Hingabe. Und es braucht eben dafür auch bestimmte Voraussetzungen. Ne, wenn wir uns jetzt nicht überrumpeln mit Substanzen oder sowas. Wenn wir da bewusst reingehen, dazu braucht es Räume. Es braucht Lehrer und Lehrerinnen, die diese Räume schaffen können und die auch die Sicherheit vermitteln können. Also es braucht das Wissen darum, es braucht ein paar Regeln, es braucht die Räume dafür und natürlich ein paar Techniken, auch, um da reinzukommen. Es kann wirklich auch durch Tanz kommen oder durch künstlerisches Ausdrücken oder durch, ja, ich weiß gar nicht, es gibt so viele Möglichkeiten, in Ekstase zu kommen. Und Sexualität ist eine davon. Aber wenn wir mal bei dem Thema Sexualität bleiben, wenn wir das wirklich erkennen würden, was für eine Macht dahinter steckt, dann wäre es sicherlich verboten. Genauso wie mit vielen anderen Sachen. Und ich denke, dass eher diese so eine Sachen wie, dass man überall Zugriff hat auf Pornografie zum Beispiel oder dass in allen möglichen Zeitschriften irgendwelche Sextipps gegeben werden und so. Also das
das ist so präsent, oder die Werbung, ne? Dass da eben Frauen auf Autohauben, so das klassische Beispiel, das nimmt dem Ganzen einerseits so den Zauber und andererseits sind wir so vermeintlich, fühlen wir uns so frei und aufgeklärt, aber meiner Erfahrung nach ist gerade das Gegenteil der Fall, dass wir dadurch eher verblendet werden, weil wir wirklich nicht mehr so die Essenz spüren können, weil die, dazu braucht es eben wirklich was ganz Besonderes, auch vielleicht was besonders Zartes oder in Hinführen, erstmal in Bewusstheit hast du genannt, ne? Sich bewusst sein, was will ich überhaupt, was gibt es überhaupt in den Räumen. Also ich glaube, gerade wir Frauen, wir wissen da so wenig, was wir eigentlich wollen, weil wir da überhaupt nie die Erfahrung gemacht haben. Ich glaube, das geht den Männern genauso, weil die ja meist noch intensiver auch Pornos konsumieren und das natürlich irgendwie irgendwelchen, ich sag mal, Schmutz in die Hirne reinkippt. Da verschwimmt das dann. Ja. Dann hat man diese Bilder und dann weiß auch man gar nicht mehr, was er eigentlich wirklich will, was vielleicht wirklich die innersten Sehnsüchte und Bedürfnisse sind. Genau. Ich habe deswegen Frauen zuerst genannt, weil ich glaube, dass wir, also generell muss ich ja sagen, dass, auch wenn das jetzt in der Gesellschaft auch so verwirrend dargestellt wird, ich glaube, dass Männer und Frauen einfach sehr verschieden sind. Das habe ich eine Zeit lang auch nicht gedacht. Also das konnte ich mir nicht so vorstellen. In meiner Elektromonteurzeit, in meiner Jugendzeit, da habe ich auch gedacht, na, was ist denn da groß der Unterschied? Ne? So habe ich nicht spüren können. Und durch die Arbeit, die ich jetzt halt seit 22 Jahren mache, merke ich, dass Männer und Frauen da auch bestimmte Aufgaben haben im Leben. Und es kann natürlich durchaus sein, das ist vielleicht jetzt wieder ein ganz anderes Thema, dass jetzt eine Seele beschließt, in einem Frauenkörper eine andere Erfahrung zu machen, als normalerweise Frauen machen und eben dann eine Frau zu lieben oder Männer auch. Ne? Aber ich gehe jetzt mal von dem Gros der Menschheit aus. Da sind wir einfach sehr, sehr verschieden. Es gibt zwar Tantra-Masseure so zum Beispiel, aber ich glaube, dass den Frauen die Aufgabe zukommt, zu unterrichten. Das ist eher was Weibliches. Weil Frauen einfach mehr verbunden sind, auch mit der Natur, mit der eigenen. Deswegen meinte ich, dass ich glaube, dass Frauen tatsächlich die Aufgabe haben, auch die Männer zu unterrichten. Ich glaube, das, was in der Liebe, in der Sexualität, was da gebraucht wird, was sich da entfalten kann, das ist die Natur des Weiblichen. Ist ja auch im Tantrischen so, da ist die Frau Energie, deswegen haben die so viele Hände und so. Wir sind, Mater ist die Materie, ne? Wir sind das, was sich entfaltet hier. Und das Männliche steht eher so für das Bewusstsein, die Leinwand, auf der sich alles abspielt. So. Und wir dürfen deswegen so vielfältig sein und so bunt und so entfalten in alle möglichen Richtungen. Ne? Mhm. Und der Mann hat so eher die Aufgabe, den Raum zu halten, präsent zu sein, das mitzuspielen, sich inspirieren zu lassen. So. Aber das ist jetzt vielleicht für viele auch nicht mehr so nachvollziehbar, wenn wir so das heutige Bild von Männern und Frauen angucken. Ne? Das geht jetzt schon vielleicht so in eine Ebene rein, in so eine energetische Ebene rein. Mhm. Gefällt mir aber gut, kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Also das trifft bei mir schon auf Resonanz. Wenn man so redet über heilige Sexualität, du hast in dieser Geschichte, die ich so mag, auch geschrieben, dass mit heilig nicht gemeint ist, dass sanfte Musik spielt, sich alles behutsam und langsam vollzieht, die Hände vor der Brust zusammengelegt. Du schreibst, heilig kann animalisch sein, kann in die Tore der Unterwelt klopfen, kann rituell sein. Heiligkeit ist Freiheit und ein Gefühl absoluter Stimmigkeit. Finde ich wunderschön. Ja, ich glaube, dass gerade so das Neo-Tantra, was bei uns so praktiziert wird, auch eine Flucht sein kann, wenn man eben genau diese Sachen in sich spürt. Das Schmutzige, dass die Lust auf gefesselt werden und was weiß ich alles. Es gibt da wirklich eine große Vielfalt, die Berechtigung hat, weil sie
irgendwoher kommt, irgendwas will in dieser Welt. Und wenn wir, also ich habe einfach auch schon einige Menschen kennengelernt, die genau davor Angst hatten und zu Recht vielleicht, ne? Vielleicht haben sie in einem früheren Leben damit jemand umgebracht oder was auch immer für Erinnerungen kommen oder aus der Ahnenlinie oder sowas, ne? Wo Gewalt wirklich traumatische Erlebnisse hervorgerufen hat. Dass die Tantra manchmal, das Neo-Tantra hier, ne, manchmal dazu einlädt, das so wegzumachen. Und das gehört für mich aber eben gerade dazu, wenn man diesen Teil der bewussten Sexualität nimmt, diese Schatten anzuschauen. Und vielleicht gar nicht mal unbedingt weghaben zu wollen oder aufzulösen, sondern Formen zu finden, wie man damit auf eine gute Weise umgeht, sodass man dann vielleicht noch Erkenntnisse draus gewinnt, Freude dran hat. Na, da denke ich bloß so an das Thema Bondage zum Beispiel, was viele anzieht, gerade aus dem spirituellen Bereich, die sich da immer wundern oder ganz zaghaft mal anklopfen und ja, ich würde doch mal so einen Basiskurs belegen, irgendwas ist da in mir so. Und das hat auch, glaube ich, wirklich sehr Berechtigung. Und erstmal geht es darum, wirklich alles auf den Tisch zu packen, auch wenn wir jetzt mal zur praktischen heiligen Sexualität kommen. Na, die hat so viele Facetten, aber es fängt damit an, sich erstmal bewusst zu werden, was will ich eigentlich, sich zu trauen, das zu sagen. Ich glaube, man kann da keine Stufe überspringen. Also ohne mal richtig rumgevögelt zu haben, kann man, glaube ich, nicht dann diese heilige Vereinigung machen und diesen Jabum-Sitz und sich dann in tollen Sphären zu verlieren, weil ich glaube, dass wir das ganze Feld erstmal kennenlernen müssen, um dann heilig zu werden. Oder vielleicht, das ist vielleicht es vielleicht. Ist da auch jeder Zugang unterschiedlich. Ja, so. Das, ja, die durchaus. Die ganzen durchaus, unterschiedlichen ja. Bedürfnisse, ja. Oder was heißt, ich weiß nicht, ob die ganzen, aber viele Möglichkeiten der Erfahrung bietest du ja im Anokan-Zentrum. Ja, weil wir eben gemerkt haben, dass das alles dazugehört. Mhm. Also du hast jetzt gerade schon gesagt, also man kann bei euch durchaus einen Bondage-Kurs machen. Ja. Es gibt aber auch Kuschelabende, es gibt aber auch richtig umfassende Ausbildungen. Ja, ja. Magst du vielleicht zu den drei großen Ausbildungen, die ihr anbietet, was sagen? Ja, die sind auch aus der Praxis heraus entstanden, weil wir gemerkt haben, dass bei den sinnlichen Massagen, Tantra-Massage, aber nicht nur, eben auch bei Erotik-Massage, bei Fesselmassage, sich phänomenale Veränderungen in den Menschen vollzogen haben. Wunderheilungen, kann man wirklich schon sagen. Ne? Da sind Süchte verschwunden, Menschen haben Depressionen verloren, sogar auf der körperlichen Ebene konnten Operationen abgesagt werden. Wir haben da viele Fallbeispiele auch gesammelt. Und das war für uns so phänomenal, dass ich damals dachte, das muss man doch erforschen. Also dann brauchten wir doch viel weniger Medikamente zu bezahlen, die Krankenkassen könnten Geld sparen. Mittlerweile weiß ich, dass das ja gar nicht gewollt ist, weil dann würden noch ganz andere Sachen in der Gesellschaft verändert werden. Insofern haben wir da auch gar keine Lobby oder es gibt da kein Interesse, das zu erforschen. Wir können uns damit so ein Heilungspotenzial erschließen, das ist phänomenal. Und ich habe damals überhaupt nicht gewusst, wie das zusammenhängt. Außer, dass eben Freude vielleicht so einen angenehmen Placebo-Effekt hervorruft, ne? Oder Freude einfach heilend ist so. Aber mittlerweile weiß ich auch, dass das auch körperliche Entsprechungen hat. Oder dass dieser Placebo-Effekt vielleicht der eigentlich heilende Effekt überhaupt ist. Ist ja mittlerweile auch umstritten, was eigentlich heilt. Mittlerweile weiß ich ja auch, was es da für Verbindungen gibt, eben vom Intimbereich zur Zirbeldrüse, die dann das Bewusstsein steuert. Ne? Und ich kann halt durch das Bewusstsein dann auch die Heilungsprozesse anregen, indem ich daran glaube, indem ich einfach in meinem Leben viel verändere. Es passieren ja auch bei den Massagen dann im Hirn Umstrukturierungen. Ne? Werden ganz andere Bodenstoffe ausgeschüttet und sowas. Das sind wir dabei zu erforschen. Dass Sachen halt auch mal weich werden und dass sich dadurch neue Verbindungen knüpfen können. Genau, das können, ist ganz bestimmt. Du hast ja das eben schon mal angesprochen mit den, also die Punkte, die die Zirbeldrüse aktivieren, das sind wirklich die Punkte, die bei der Vereinigung
berührt werden, oder? Ja, es gibt bei Männern und Frauen halt einen Reflexpunkt für die Zirbeldrüse. Ne? Das ist bei der Frau der sogenannte A-Punkt. Der ist, also liegt kurz vom Muttermund auf der Scheiden, auf der Vagina-Oberseite da. Also dort, wenn man sich von Angesicht zu Angesicht vereinigt, wo dann die Penisspitze ist. Ne? Und dort sollte die auch bleiben lange Zeit und nicht immer anstoßen, weil das ist, als ob man immer einen Schalter an- und ausmacht. Da wird man auch ganz verrückt dabei. Ne? Wenn diese Punkte stimuliert werden, beim Mann ist es halt die Penisspitze, die die direkte Verbindung hat, sowie die Reflexzonen auch an Händen, Füßen und an Ohren zum Beispiel. Wirkt halt auch dann eine Stimulierung der Reflexzonen auf die Zirbeldrüse. Und das geht einmal durch die Vereinigung, aber eben auch durch Massagen. Und deswegen, da knüpfe ich wieder an deine Frage, haben wir gemerkt, dass unsere Massagen so wirksam sind. Ich selber habe das auch gemerkt, wenn ich eine Yoni-Massage bekommen habe. Ich habe mich immer gewundert. Ich habe Wesenheiten gesehen, ich habe Bilder, ich habe Erinnerungen bekommen plötzlich. Ich war echt in anderen Räumen, also wie in einem Drogenrausch eigentlich. Und ich habe so gedacht, was ist denn das, was das so intensiv macht? Und das ist tatsächlich, das wurde ja auch erfunden, so als genitale Heilungsmassage, hat aber eben nicht nur die körperliche Komponente, sondern eben auch die spirituelle, emotionale und so weiter. Und wir haben entdeckt, dass diese Massagen so sehr heilend wirken, so toll, und wollten dieses Wissen gern weitergeben. Also zum einen in der Ausbildung für die Anokan-Massage, das Jahrestraining, da vermitteln wir das, also diese Massage, erstmal überhaupt Berührung, Massage, viel Selbsterfahrung, und bieten mittlerweile auch die Körpersexualtherapie an, wo wir das dann auch aufarbeiten, was eben dann entsteht und aufweicht. Na, du hast ja gesagt, dass es erstmal wichtig ist, was weicht, zumal im Kopf, aber auch im Körper. Also wir haben ja auch Panzerungen im Körper, die im Laufe der Jahre sich angesammelt haben, auch durch Entwicklungstraumata. Also es muss ja nicht immer ein Schock gewesen sein oder eine Vergewaltigung. Das auch, das speichert sich sowieso, aber auch schon kleine Verletzungen, Hänseleien und so weiter. Oder eben durch die Ahnenlinie übertragen kann das auch durchaus sein. Oder das sind unsere Erfahrungen, dass Frauen von Sachen berichten, die sie niemals selbst erlebt haben können, ne? Von Kriegsereignissen oder irgendwas, was sich entweder über die Ahnenlinie überträgt oder je nach Weltbild durch Inkarnation, durch Seelen, mit Mitnahme von Schicksalen. Und das ist auch das Besondere an diesen Intimmassagen, dass das halt durch die Berührung wieder aktiviert werden kann. Also die Erinnerung, die in den Zellen gespeichert ist, das zum Beispiel Erfindung von Wilhelm Reich, von verschiedenen Körpertherapeuten, die dann gemerkt haben, dass also bei bestimmten Körperhaltungen oder eben Berührungen Emotionen frei werden. Ja. Also nicht nur durch Gesprächstherapie, sondern vor allem, deswegen ist Körpertherapie so wirksam auch, lösen sich dann Emotionen, und man muss oft gar nicht mal wissen, was das eigentlich war. Emotionen wollen einfach nur gefühlt werden. Und in der Massage ist das so in komprimierter Form auch vorhanden, ne? Dann haben wir den Raum fühlen zu können und die Emotionen zu fühlen und dann gehen zu lassen. Und oftmals passiert so eine Heilung, ohne dass ich vom Kopf her alles nochmal durcharbeiten muss, was vielleicht in irgendeiner Generation oder in meiner Kindheit irgendwie war. Das reicht schon, das ist so unsere Erfahrung, dass die Emotionen einfach gefühlt werden. Ich habe hier noch ein Zitat von der Maitri di Piontek, weil die hat gesagt, das Kollektiv muss mit neuen Informationen gespeist werden. Wir brauchen mehr Klarheit und Transparenz in der Sexualität, und dafür bedarf es der unermüdlichen Bemühungen jedes Einzelnen. Also von kann ich nur zustimmen. Kann man auch wirklich allen nur empfehlen, wirklich mal bei euch vorbeizugucken, oder? Auch, aber das finde ich total wichtig, weil wir haben ja auch wirklich ganz großartige Visionen, kann ich vielleicht nochmal kurz erzählen, aber wir haben die deswegen, weil das ja, es ist ja kein Geheimnis, dass alles, was entsteht, vorher irgendwie von jemandem gedacht oder gesehen werden muss, in jeglicher Hinsicht. Das Bewusstsein braucht eine Vorstellung davon, was es in die Welt bringen will.
Und wenn wir darauf warten, dass wir eben dieses Potenzial der Sexualität wieder ins Leben holen wollen, um angstfreier zu werden, selbstbestimmter und das alles, brauchen wir vorher klare Bilder. Und fängt schon an, schwierig zu werden, weil wir haben da kaum Referenzerfahrungen, kaum Vorbilder auch. Ne? Wir haben zwar manchmal schöne Erfahrungen, da gab es mal einen tollen Liebhaber, wo dann so Energieströme flossen und sowas, aber wir haben da keine Vorstellung, wie sowas umzusetzen wäre. Und deswegen vielleicht auch die Idee der Tempelpriesterin. Ne? Priesterin ist für mich eine Feldheilerin, also jemand, der mit dem Göttlichen in Verbindung steht und dieses Wissen, das göttliche Wissen wieder auf die Erde bringt oder eben Felder heilt, nicht für Einzelpersonen, sondern als Priesterin für Felder. Und Tempel, den Namen haben wir gewählt, weil sie auch einen heiligen Raum dafür braucht. Und insofern haben wir diesen Begriff Tempelpriesterin so ein bisschen aus der Taufe gehoben, stellvertretend für alle Menschen, die mit Sexualität heilen, arbeiten oder das unterrichten. Und das Zitat finde ich deswegen so wichtig, weil wir tatsächlich, weil jeder Einzelne auch damit anfangen kann und sollte, in sich reinzuspüren. Und der Witz ist ja, das ist ja nichts. Also einerseits brauchen wir Räume und Lehrer und Lehrerinnen. Andererseits ist das Wissen immer da, also in der Akasha-Chronik, im Feld und auch in unseren Zellen. Ich glaube, dass wir, unsere Zellen sind so ausgelegt, haben dasselbe Potenzial noch wie vor Tausenden von Jahren, die Menschen das machen konnten. Und wir sind eigentlich nur so einen Minischritt entfernt davon. Gleichzeitig weit, weil das Wissen ging fast alles verloren. Und auf der anderen Seite sind wir ganz nah dran, wenn wir uns Zeit nehmen, also Bewusstsein braucht Zeit, ne? Die Stimme der Seele ist halt eine leise Stimme, braucht Zeit hinzuhören, reinzuspüren und Ehrlichkeit und Mut, das darf man nicht vergessen. Das ist, glaube ich, also gerade mit dem Thema und wie das in der Gesellschaft so verdreht ist und so, ne? Oder die Erwartungen so unausgesprochen sind und so komisch manchmal eben auch verdreht, ne? Dass Kinder denken, das, was sie im Porno sehen, ist das, was sie später erwartet. Ne? Es ist so viel schlechte und falsche Bilder in der Welt, dass es einfach auch Mut braucht zu sagen, das passt alles nicht für mich. Und selbst ohne zu wissen, was es dann eigentlich ist, aber erstmal Nein sagen ist wichtig. Und dann sich auch in der Stille zu üben. Oder vielleicht mal eine Weile ohne Sex zu sein. Und auch mal zu spüren, ja, was, also dass vielleicht das auch erstmal wie heilen kann, so, ne? Ich glaube, das sind auch wichtige Zeiten, wenn Menschen eine Weile keinen Sex haben. Also ist, glaube ich, alles wichtig, solange das auf dem Weg der Bewusstheit passiert. Und dann brauchen wir Visionen für schöne Sexualität. Und ich habe auch auf unserer Seite, auf der Tempelpriesterin-Seite, haben wir so einen Blog mit so Geschichten. Da fehlen noch viele, die wir inzwischen schon gesammelt haben. Aber eine Geschichte ist auch, also wir müssen einfach graben, so wie in der Matriarchatsforschung, da gibt es ja auch so viel Wissen, was nicht aufgeschrieben wurde, weil eben die Geschichte von denen gemacht wird, die Macht dann haben. Ne? Und das habe ich auch gelernt von der Heide Göttner Abendroth zum Beispiel, so, wir müssen echt so das aus lauter Puzzlesteinen zusammenklauben und gucken und Anleihen nehmen, vielleicht in Märchen, in Geschichten, in der Archäologie und einfach Dinge auch anders deuten. Und alles, was über diese heilige Sexualität zu wissen ist, ist fast immer Wissen, was nirgendwo steht, ne? Was nicht aufgeschrieben war und was auch nicht so eins zu eins überliefert worden ist. Es gab da mal ein Kinderlied, was mich sehr inspiriert hat zu einer Geschichte auch, die eben auch mit auf der Seite zu finden ist, dass ging so sinngemäß, da drüben bei den Feldern Olivenbäume stehen, da steht ein kleines Kloster, dahin die Mädchen gehen. Da dachte ich mir, wieso gehen die Mädchen zu einem Kloster? Und da kamen sofort Bilder, wahrscheinlich habe ich das mal erlebt, das war so glasklar. Es könnte da Räume geben, wo Menschen
Leben, Arbeiten auch, ne? Also in Verbindung auch mit der Natur, die uns auch so viel zeigt, gesundes Essen anbauen, dort sich, also Gemeinschaft leben und dort ausgebildet werden in der heiligen Sexualität. Und das heißt, dass sie dort die Sexualität auch mit therapeutisch einsetzen können. Also meine Vision ist so ein Ort, ein Tempel halt, wo Menschen leben, die ausgebildet sind, andere zu heilen mit Sexualität, mit Berührung, mit Massage, mit Liedern, mit Tänzen, mit Geschichten, alles, was so dazugehört, ne? Mit Düften, mit schönen Räumen, mit Räucherungen, mit heiligen Pflanzen, was auch immer dazu beiträgt, dass Menschen sich öffnen können und in die ekstatischen Zustände kommen. Und dass dort, dass man dort einfach hingehen kann, wenn man das kennenlernen will, wenn man auch sich selber wieder auftanken will, wenn man überhaupt erinnert werden will an das, was in einem drin schlummert, dann, das ist meine Vision, dann geht man zu diesem Klostertempel und dort leben Männer und Frauen, die ansonsten diesen Tempel erhalten, ne, ihrer Arbeit nachgehen auf den Feldern oder mit Künsten, wie auch immer. Und in der Geschichte ist es so, dass da eine Frau, die Witwe geworden ist, dann merkt, dass sie Schmerzen hat und auch schon langsam alt wird und die Kinder sind gerade aus dem Haus und irgendwie geht es ihr nicht gut, würde vielleicht heute Depressionen dazu sorgen. Und dann raten ihr die Leute aus dem Dorf, du, wenn gar nichts mehr hilft, geh dort mal hin. Und sie geht da wirklich hin, kommt da hin und erstmal nimmt sie am Leben so mit teil. Und irgendwann merkt sie, ah, da kommt jemand auf sie zu und das ist dann sozusagen ihr Heiler, mit dem sie dann ein paar Tage verbringt. Und dort wird ihr gedient, auf die beste Weise, die man sich nur vorstellen kann, indem wieder ihre Lebensenergie erweckt wird und entfacht wird, ihre Lust, also ne, indem sie wieder Ekstase erlebt dort und dann weiß, ah, so kann Leben sein, dafür bin ich ja eigentlich hier auf der Welt. Wir sind ja hier, um lebendig und lustvoll zu sein und nicht um ängstlich zu sein. Und wir wollen ja auch alle das alles gar nicht, weil Krieg, Angst, sowas nicht. Und trotzdem passiert's. Diesen Tempel mit den Feldern, die ihn umgeben, ist bislang Vision, aber du hast ja tatsächlich mit dem Anukan-Zentrum einen Ort geschaffen, der dem in vielen Punkten nahe kommt. So ein bisschen schon, ja. Aber da geht noch viel mehr. Ja, sicher. Trotzdem muss ich sagen, dass ich das tatsächlich so empfinde als einen sehr, sehr heilsamen Ort. Mhm. Ja, das sagen tatsächlich viele. Ja. Mhm. Ja. Das ist schön. Ich freue mich auch sehr darüber. Und da kann man tatsächlich einen Punkt dahinter setzen. Nur irgendwie ist in mir auch die große Sehnsucht dann, weil ich sehe einfach, was noch für Potenzial darin steckt. Und nicht bloß, dass man Seminare macht, sondern dass man sich auch mal Zeit nimmt, ein paar Tage da zu sein, das zu leben und nicht nur da zu bezahlen, ein Seminar zu machen, wieder nach Hause zu gehen, sondern dass da wirklich auch zu forschen, ne? Das ist halt auch das, was wir nur so rudimentär machen können. Wir haben dafür gar keine Mittel. Und wir tragen jetzt so unser Wissen zusammen, ist alles ganz toll, aber wenn wir wirklich so einen Tempel hätten, da könnte so viel passieren, wir können echt so eine Signalwirkung für die ganze Welt sein. Und also dort können Menschen eben nur heilen, von heute auf morgen heilen, wieder als Leuchtkörper in die Welt wieder reingehen und wieder andere anstecken damit dann. Mit der Energie, weil einfach Sexualität so ein krasses Medium ist, um wieder zur Lebensenergie zu kommen.